Abschließend beschäftigt sich Renate Motschnig mit dem Begriff des proaktiven Handelns. Die Bedeutung von Mensch-Computer-Interaktion im digitalen Leben. Dazu bringt sie den Begriff des Digital Divides auf, der Ungerechtigkeit im Zugang zu digitaler Technologie beschreibt. Es gibt auch noch einen zweiten Digital Divide, den New Digital Divide, der bedeutet, dass viele Menschen zwar vielleicht Zugang zur Technologie haben, diese aber eher nur konsumieren können, als sie aktiv zu nutzen. Anhand von Beispielen geht sie durch, was diese Digital Divides in der Praxis bedeuten und wie man in der Gestaltung von technischen Systemen darauf Rücksicht nehmen kann. An dieser Stelle können Sie sich fragen, ob Sie in Ihrem Umfeld vielleicht auch Menschen haben, die eigentlich nur KonsumentInnen und keine aktiven NutzerInnen sind. Wie oft mussten Sie in letzter Zeit so einer Person vielleicht bei der Nutzung eines Geräts oder einer Software helfen? Willkommen beim letzten Video, in dem es darum geht, viele der gehörten Bausteine zusammenzubringen, zu zeigen, dass jeder Beitrag zählt und die Bedeutung der Mensch-Computer-Interaktion im digitalen Leben im Steigen ist. Allerdings stellt sich die Frage, gilt das für jeden und für jede? Hier ist die Antwort nein. Es gibt noch sogenannte Klüfte, die Digital Divides. Der erste Digital Divide ist die Kluft zwischen jenen, die Zugang zu digitalen Technologien haben und solchen, die ihn eben nicht haben. Für diese, die ihn nicht haben, nützt natürlich auch Usability wenig. Außer wir können ihnen doch Technologien zur Verfügung stellen, die dann ganz besonders, ganz stark intuitiv sind und ganz, ganz einfach zu benutzen sind. Gibt es aber auch noch einen Digital Divide 2. Das ist die Kluft zwischen jenen, die Fertigkeiten und Fähigkeiten besitzen, diese Technologien auch förderlich sinnvoll einzusetzen, und solchen, die diese Kompetenzen nicht oder nur mangelhaft haben und so nur Konsumenten diverser Medien sind und nicht Mitgestalter. Aus welchem Grund auch immer kann für solche, die vielleicht zu wenig Kompetenzen haben oder die auch aus anderen Gründen bestimmte Fähigkeiten nicht haben, Usability und in Summe User Experience wohl einen sehr großen Unterschied ausmachen. Durch Weiterbildung, durch Annehmen diverser digitaler Angebote und auch durch sogenanntes Inclusive Design, also inklusive Entwicklung für Interaktionen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Ich möchte diese Dinge an zwei Vignetten ausführen, also an zwei Beispielen. Das erste sind meine Erfahrungen im sogenannten Literacy-Projekt. Da haben wir in einem EU-Projekt mit 7 internationalen Partnern ein System erstellt, das Jugendlichen und Erwachsenen mit Leseschwäche, also mit Dyslexia, helfen soll, sich sozial zu integrieren. Da war also die primäre Benutzergruppe, waren Leute mit besonderen Bedürfnissen, eben Dyslexia, und man würde meinen, vielleicht sind die sehr selten, die machen aber sogar 10-15% der Bevölkerung aus. Und da war es spannend, mit dieser Benutzergruppe zusammenzuarbeiten, sie als Partner zu sehen und zu schauen, welche Bedürfnisse sie an dieses Portal stellen. Da haben wir sehr viele bereichernde Erfahrungen gemacht. Welche Begriffe sie kennen, verwenden wollen und auch zum Beispiel so Erfahrungen, dass einfachste Mittel helfen können, solchen Leuten doch zu lesen. Also zum Beispiel, wenn man zu lange Worte vermeidet oder wenn man lange Worte mit Bindestrichen teilt, die einzelnen Silben, sodass solche Leute dann lesen können. Ich glaube, das kann enorm hilfreich sein für Unterrichtsmaterialien, für alles Mögliche, sodass man durch eben ganz einfache Tools, ganz einfache Mittel, denen den Leuten ermöglicht, mehr Teilhabe an dieser Gesellschaft
zu haben. Da habe ich mir schon gedacht, bei diesem Jahr mit Informatik kann man tatsächlich vieles machen. Und es war auch spannend, in so interdisziplinären Teams zusammenzuarbeiten mit Pädagogen, mit Psychologen, mit professionellen Entwicklern einer großen Firma, die nicht sofort das Verständnis gehabt haben, dass man hier Leute mit Dyslexia als Experten sehen soll für eine Schnittstelle. Die haben von uns gemeint, Uni Wien, wir waren die Designer, ja, ihr gebt das vor. Wir haben gesagt, nein, nein, wir geben das schon vor, wir achten auf die Richtlinien, auf die Heuristiken, aber die tatsächlichen Experten für deren Anwendung, für deren Portal sind die Leute mit Dyslexia. Es war auch sehr spannend, mit diesen zusammenzuarbeiten. Die waren sehr aufgeschlossen, haben sich sehr akzeptiert, respektiert gefühlt, dass sie eine wichtige Rolle gehabt haben und haben dieses Portal dann auch gerne verwendet. Das war also eine Vignette. Eine andere Vignette, die ich einbringen will, war eine Erfahrung meinerseits, wo ich einen Verwandten begleitet habe in einer Arztpraxis und hier mitbekommen habe, wie der Dialog zwischen Ärztin und der Person gelaufen ist. Am Anfang hat man sich begrüßt, nach Namen, Sozialversicherungsnummer gefragt und dann ist es schon, was führt Sie denn hierher? Die Person hat etwas gesagt und das wurde gleich eingegeben. Ja. Jetzt, welche Probleme haben Sie? Das gesagt, wurde eingegeben. Ich habe beobachtet, dass sehr viel der Interaktionen mit dem Computer waren, weitaus die größere Zeit, als tatsächlich irgendwie auf den Patienten sozusagen eingegangen wurde. Viel mehr Blickkontakt zum Bildschirm als zum Patienten. Und da habe ich mich schon gefragt, ist es tatsächlich möglich, da wirklich sich empathisch in diesen Patienten auch hineinzufühlen, wenn ich gleichzeitig doch recht viel Mühe habe, auch so ein System zu bedienen. Man hat auch dich nicht gesehen, jetzt muss ich runterscrollen, jetzt muss ich das sichern, weil sonst könnten die Daten weg sein und dergleichen Dinge. Also ich denke, da könnte man schon einiges an den Schnittstellen verbessern, sodass die weniger Mühe bedürfen, dass Ärzte auch gleichzeitig mit dem Patientengespräch oder durch andere Hilfsmittel unterstützt, hier die Daten erfassen können. Und das stellt natürlich auch die Frage her, verkümmert nicht unsere Empathie, wenn wir so viel mit Maschinen kommunizieren? Wir wissen aber auch, dass dieses Kommunizieren mit den Maschinen, mit den Computern uns viele Arbeitsabläufe abnehmen kann, uns dabei helfen kann. Daher die Frage, was kann ich denn tun, um das Verkümmern der Empathie zurückzuschrauben? Hier gibt es Möglichkeiten, möglichst viel Erfahrungen zu sammeln, offen zu sein. Aber auch einen wichtigen Punkt, der in der Mensch-Mensch-Kommunikation ganz besonders zu beachten ist, nämlich gut und aktiv zuzuhören. Daher dazu ein paar Teiltechniken, die helfen können, wirklich gut aktiv zuzuhören. Auf jeden Fall mal Blickkontakt, Aufmerksamkeit den Benutzenden zuwenden. Nicht urteilen, nicht bewerten, dadurch lenkt man sie vom eigenen Ausdruck ab. Man möge Gefühle, Aussagen reflektieren, zusammenfassen, interessierte Fragen stellen. Alles das hilft, gut zuzuhören und dann auch wirklich gut zu verstehen, wo die Bedürfnisse der Gesprächspartner liegen. Neben dieser Empathie habe ich auch immer wieder festgestellt, dass es ganz wichtig ist, in so einem Design-Team transparent zu sein, auszudrücken, was einen stört, was man sehr gut findet und das auf eine respektvolle Art machen zu können. Also die personenzentrierten Haltungen, die klassischen, die schon nach dem amerikanischen Psychologen Carl Rogers festgehalten und entwickelt wurden, nämlich der Transparenz oder auch Kongruenz einerseits, dann damit verbunden auch einem gewissen Respekt, einer respektvollen Haltung dem anderen gegenüber, egal welche Bedürfnisse die Person hat, egal in welchem Zustand sie sich befindet, und tatsächlich zu versuchen, einander empathisch zu verstehen,
sehe ich als ganz wesentliche Grundlage einer guten Mensch-Mensch-Kommunikation und dadurch aber auch einer guten Mensch-Computer-Interaktion, weil ja die Menschen, die Computer und die Schnittstellen bestellen, designen, programmieren, die dann eine gewisse Qualität an Interaktion zwischen Mensch und Computer ermöglichen. Also ganz wesentlich ist mir zu betonen, Mensch-Mensch-Kommunikation, wenn die gewisse Qualität hat, ist das ein Fundament auch einer gelungenen Mensch-Computer-Interaktion. Kurz zusammengefasst ist es in dieser Lektion darum gegangen, dass durch den höheren Anteil und Stellenwert des digitalen Lebens auch die Mensch-Computer-Interaktion an Bedeutung gewinnt. Mensch-Computer-Schnittstellen und deren Qualität leisten sehr viel in unserem Leben und leisten auch einen wesentlichen Beitrag dazu, dass unsere Arbeit effektiver, effizienter abläuft und wir damit zufriedener sind. Oder eben Stress haben, wenn diese Schnittstellen nicht gut gestaltet sind. Human-Centered Design als Prozess hilft mit, solchen gelingenden Mensch-Computer-Interaktionen zu ermöglichen. Und für die, die daran beteiligt sind, auch in kreativer Weise, zeigt das, dass das stereotype Bild eines Informatikers als lediglich Programmierer, der nur, in dem Fall wirklich der, eher als die, nur mit einem Computer kommuniziert, weitaus überholt ist und hier mit Informatik weitaus mehr gemacht werden kann und soll in unserer Zeit des digitalen Zeitalters. Zwischenmenschliche Haltungen und digitale Kompetenzen sollen weiterentwickelt werden von unserer Seite. Das hilft uns, über eine gewisse Selbstaktualisierung auch zu einer Koaktualisierung, also dem gemeinsamen Weiterkommen zu kommen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen gutes Gelingen dabei und viel Erfolg auf unserem Weg. Danke für Ihr Interesse und ich hoffe auch, dass in den Unterlagen interessante Links, gute Webseiten, gute Beispiele gefunden werden können, um Mensch-Computer-Interaktion zu fundieren, besser zu gestalten. Vielen Dank.